Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Heute, ja, habe ich gemeint, wir beenden den Kampf gegen, also den großen Finalkampf in Hyrule. Boah, da habe ich was gemerkt, und zwar, wenn man zum Turm der Götter geht, startet zwar die Cutscene und so, aber wenn man unter dem Meer ist, kann man doch nochmal zurück nach oben. Das bedeutet, ich werde das dann einfach so schneiden. Wo segel ich jetzt eigentlich hin? Nein, ich wirbel dann. Dass wir im nächsten Part, dass ich die Cutscene mit reinschneide. Das heißt, ich laber da auch kurz das Stück und so. Und ich mache jetzt erstmal. Also sammle doch noch die Tingeln-Statuen. Und zwar auf den verschiedenen Inseln. Also Leute, das werde ich auch schneiden. Und ja, dann sehen wir uns bei der ersten Tingeln-Statue dann. Bis gleich. Servus Leute, in diesem Raum soll die Tingle-Statue sein. Ups. Wir schwingen uns einmal hier rüber. Genau, und da ist die erste. Ihr müsst dann an verschiedenen Plätzen in den Dungeon, also an einem Platz in jeweils dem Dungeon, dem jeweiligen Dungeon eine Bombe legen, und dann erscheint die Truhe, wo dann auch die Tingle-Statue drin ist. Du hast die Draconia-Tingle-Statue erhalten. Und ich denke mal, den Raum kennt ihr alle. Das ist hier der, wo man sich da dran hucken muss. Okay Leute, dann geht's bei der nächsten Statue weiter. Bis dann. Servus Leute, hier finden wir die nächste Tingle-Statue, darüber eine Bombe werfen und die Truhe erscheint. Und da ist die zweite, die verbotene Tingle-Statue, cool. Sie ist ganz klebrig und voller Harz. Auf Tingles Insel kannst du sie bewundern. Gut, Leute, dann bis... Oh. Ach ja, genau, der Raum ist hier. Wo man mit der Blume über den Fluss rudern muss, sage ich jetzt einfach mal. Also, Leute, bis zur nächsten Statue. Servus, Leute. Den Raum kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Und wisst ihr noch, wie ich gesagt habe... Wozu ist nur diese scheiß Plattform da? Ja, genau dazu ist sie nämlich da. Also. Hier erscheint die Truhe. Und da ist auch die nächste Tingle-Statue. Du hast die göttliche Tingle-Statue erhalten. Sie ist ganz mit Meersalz verkrustet und fühlt sich nicht gerade angenehm an. Auf Tingles Insel kannst du sie bewundern. Gut, Leute, dann... Ui. Dann sehen wir uns bei der nächsten Statue. Servus, Leute. Hier ist die nächste Tingle-Statue. Ich dachte wenigstens, der würde kaputt gehen bei einer Bombe, aber anscheinend nicht. Und wir haben die Terra-Tingle-Statue gleich. Sofort. Jetzt! Du hast die Terra-Tingle-Statue erhalten. Sie ist feucht, kühl und riecht ziemlich modrig. Auf Tingles Insel kannst du sie bewundern. Gut, Leute, das ist wie gesagt der Terra-Tempel, der Insel, der Raum nach der großen Statue. Und wir sehen uns bei der nächsten Tingle-Statue. Servus Leute, ich hoffe, ihr erinnert euch auch noch an diesen Raum, und zwar, das ist der, wo Makoros entführt wird. Ist hier unten in dem Fall die Truhe. Und das ist dann die letzte Tingle-Statue.
Die Zifir-Tingel-Statue. Sie hat eine ziemlich raue und sandige Oberfläche und fühlt sich nicht gerade angenehm an. Auf Tingels Insel kannst du sie bewundern. Gut, Leute, dann sehen wir uns jetzt das... Danach auf Tingels Insel. Bis gleich. Servus, Leute. Wir sind bei Tingels Insel gerade hergewirbelt und da stehen sie auch schon. Und da ist nämlich noch jemand anderes. Oh. Ich sehe nichts. Herr Fee, du hast es geschafft. Du hast alle Tingelstatuen gefunden. Ohne deine Hilfe hätte ich mein Zuhause wohl nie mehr wiedergesehen. Eines ist so klar wie reinstes Meerwasser. Einen schöneren Ort als diesen gibt es nicht. Wenn du ein Lichtbild mit der Fotobox schießt, hast du die Aussicht immer bei dir. Genau, das ist nämlich Swingel. Das ist der Bruder von Tingel. Ups, nein. Und den brauche ich auch für die Minitendo-Galerie. Statuen können wir sogar hier rumtragen. Und ich glaube, von Tingel und so habe ich auch noch kein Bild gemacht. Okay. Gut, Leute, ich bringe die Bilder jetzt zurück. Das müsst ihr ja nicht mehr sehen. Das nächste Mal sind wir dann schon bei Hyrule unter Wasser. Also, wie gesagt, ich schneide die Cutscene vorne dran. Und ich schaffe die jetzt noch zur Nintendo-Galerie zurück. Was ihr noch wissen müsst, vielleicht für die Nintendo-Galerie, ihr müsst sogar eine dieser kleinen Krebse am Strand fotografieren. Das habe ich letztes Mal durch Zufall, einfach weil ich es probieren wollte, ob man die fotografieren kann, gemacht. Und ja, da war dann auch so ein Köpfchen von dem Herrn Nintendo-Typen. Und auch Möwen und einfach alles. Das Einzige, was ich bisher nicht fotografieren konnte, waren diese Schiffe auf dem Meer. Und natürlich Gebäude, aber sonst alles. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!